Und im Shop treffen wir uns wieder. Herzlich willkommen zurück zu Bestchen. Die letzte Episode war ein bisschen kurz, weil ich war extrem frustriert. It wasn't fixed. It was unbroken. Und wir werden jetzt auch nicht wieder zurück in den Kessel gehen. Nein. Komm. Oh, brav. Ist das nicht süß? Ich wollte eigentlich nur was für meine Feuerpumpe suchen. Kann ich noch mal was finden? Die Geschichte dürfte mittlerweile bekannt sein. Without an insulated air intake, that thing's liable to blow up on you. Das andere wäre natürlich ja geil gewesen, aber und los geht's. Auf den Skyway. Da runter müssen wir. Oh, reichen Tier- und Pflanzenwelt. Ja, da freuen wir uns doch schon drauf. Can't rightly call Mount Zan the mountain anymore. Ich glaube aber ganz gut, dass wir unseren Blasebalg behalten haben. There's no more mountains now. There's no place left for the beasts of the wild to go. So they figure they'll hold out right here, on a slab of mountain the Calamity forgot. Oh. Wo wir jetzt bin? Good thing for those beasts, the Calamity saved leftovers. Also okay, zu dieser würde ich schon mal sagen, die nervt. We only found their little lair, because they found themselves a little shard. Creatures of the wild, they've been building a bastion of their own. Mm-hmm.
Die Worte sind fertig. Aus. Those beasts been hoarding all the valuables they could find. So. Da wird's haben wir uns. Wieder zurück. Das war eigentlich ganz lustig gedacht, die Idee. It's a delicate situation. Best thing we can do for those beasts right now is put them down quick and clean. Besides, we have to take back what's ours. Grammophon. What the city left behind, those beasts took for themselves. Moppen, huh? Gerne gern umwechseln, aber ich vermute mir, dass man die Waffe noch für irgendwas Wichtiges braucht, sonst hätte man es nicht bekommen. Takes a lot of convincing, and our warders have to do the talking. Na, probieren wir es mit dem Mörser. Ich bin zwar jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht der Fan davon. Oh, so, ist es weg. Look at it this way. It's either them or us. But if we win, they win too. Our bastion is everybody's gain, not just ours. Wenn wir hier gewinnen, gewinnen sie auch. Ja, ja. Thank you.
Unfortunately, there's no explaining that to a simple beast. Okay. Es geht darum, dass wir ja eigentlich eine Bastion aufbauen. Und dass, wenn unsere Bastion fertig ist, wir sie ihnen auch hilft. Aber erklärt es denen mal. They've rounded up their survivors, just like we have. Oh oh. Also die ganzen Pflanzen und Geschöpfe haben auch die ganzen Überlebenden zusammengetrieben. Das freut uns natürlich sehr. Lass uns mal warten. Luft wäre vielleicht gut, vielleicht dann kann man das Zeug wegblasen. They've been searching for cores and shards, just like we have. Es ist gut, weil er über den Schutz drüber schießt. Das muss man schon sagen. Maybe they've thought about turning back, just like we have. Den Satz habe ich jetzt nicht gelesen, wenn ich mich auf das Viech konzentriert habe. Oh oh. We just really need their shard. Ich weiß, dass da jetzt noch sehr viel mehr kommen wird, ganz ehrlich. Aber die Sachen, die wir schon mal random auftauchen, die kommen, haben wir jetzt schon mal weg. Kid got it fair and square. Genau das meine ich jetzt. You don't need to keep tangling with all those things. Ja, komm. Aber die kriegen wir auch noch klein. That's the way. Jetzt so viele Steinchen nehmen wir alle, die nehmen wir doch alle mit. Hehe.
done what's best for him. Don't you worry. Don't you worry. Ich habe sie alle zum Besten getötet. Alle. We'll all be better off once the bastion is complete. Warum traue ich die? The monument's getting better. Zolf sure did a number on it, though. Du bist jetzt Fundament von der Gedenkstätte, ja. The memorial may be finished, but our part is far from over. Also ich soll 10.000 Fragmente ausgeben. Bis jetzt 6.722 ausgegeben und kriege als Belohnung dann 2.500. Ja. Da haben wir was unsere lieben Freunde zusammen. Fix that thing right up, didn't we? Made these goings on a little livelier. I suppose it's true, a little song can put things in perspective. Oh nein. Das ist der nächste Ausflug noch, wer weiß wo, oder? Dum, 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 dum. Oh. Well, if you can't burn it, you can always blow it to Mother on High, right? That mortar's gonna leave a lasting impression. Das muss man sich mal. Das klingt nicht schlecht. Schauen wir mal, ob wir noch was für unsere Pumpe finden. Mehr, ja, gerne meine Kriegsmachete wieder zurück. Ich würde auch hier gern ein bisschen mehr ausgeben. Schauen wir, vielleicht gehen wir noch. Oh Gott. Also, das war's dann für dieses Mal. Werden wir uns das nächste Mal noch den letzten Splitter zurückholen, damit wir die Bastion aufbauen können. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Lapis.